Nein, nicht wirklich. Ich würde auch auf Amsterdam oder Venedig oder sonst irgendwo hingehen, ja. Ich habe sicher schon davon gehört, häufig ist es, so wie ich es verstanden habe, in Städten und vor allem in kleineren Städten, wo man es dann besonders schnell merkt, ist jetzt auch nicht üblicherweise mein Touri-Ziel, weil ich eigentlich ganz gerne irgendwo in der Natur bin oder dann in so großen Städten, wo das wahrscheinlich nicht wirklich zum Tragen kommt. Begriff nicht, nein. So, aber so wie du es erklärt hast, geht es um so die Hotspots zu gewissen Zeiten im Jahr und dass all dort hingehen. Und dass es eigentlich wie dann die lokale Kultur zurück in die Schranken weist, sozusagen. Also ich gehe bewusst nicht auf solche Reisen eigentlich. Also wenn ich ins Ausland gehe, dann möchte ich also einen Einblick haben, wie die Leute dort im Alltag leben. Und eigentlich nicht an die Hotspots hingehen und irgendwie Fotos machen. Und aus dem Grund gehe ich eigentlich auch nicht gerne in der Hochsaison dann, weil dann eben zu viele andere Leute noch rum sind und ich wollte eigentlich so ein bisschen wissen, was die Locals machen. Wir machen es eigentlich so, dass wir zwar an die Orte gehen, also zum Beispiel auf Mittelmeerinseln wie Korsika, aber wir gehen dann, wenn es keine Leute mehr hat. Also beispielsweise im Herbst oder sehr früh im Frühling. Meistens nicht dort, wo ich Ferien mache. Die Sportarten gehen um das herum. Klettern und Bouldern. Das ist meistens nicht dort, wo es unglaublich viele Leute hat.